Okay, voilà. Der erste Teil des Vortrags heißt von Göttern und Wissen und ich beginne mit einem Zitat. Die Erde ruht, aber das Feuchte auf ihr verdunstet unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen und der sonstigen von oben kommenden Wärme und steigt nach oben. Die Ausdünstung aus Wasser ist Wasserdampf. Luft, die sich zu Wasser verdichtet, ist Wolke. Was können Wolken alles sein, wenn man mal so ganz unsystematisch durch die letzten 2000 Jahre pflügt? Wie werden Wolken beschrieben? Welche Formen können sie annehmen? Welchen Sinn transportieren? Wann sind sie eher mythische Wesen, wann Bausteine des Wissens und wann vielleicht nichts von beidem? Hierzu möchte ich ein paar Beispiele vorspielen, wobei ich keine strengen Begriffe von Wissen und Mythos anlege. Wissen ist eher rational, zur Wissenschaft tendierend, auf Beobachtung basierend. Und Mythos ist eher etwas zwischen alter Sage und Alltagsweisheit, teils sogar eine Verschleierung der faktischen Realität, doch nicht unbedingt in einem bösen, falsches Bewusstsein verbreitenden Sinne. Können mythische Ansichten umgekehrt auch Erkenntnis fördern? Ich denke schon, wobei sich diese wahrscheinlich zumeist auf Empfindungen, Stimmungen, Gefühle bezieht. In jedem Fall kann auch wissensmäßiges Denken so angewandt werden, dass es nicht zu mehr Verständnis, sondern zu Konfusion beiträgt. Das muss nicht einmal absichtlich geschehen. Es kann einfach an dem Wissensstand, an den Diskursen der Zeit liegen. Zum Beispiel kann ein Philosoph, wie in dem eben verlesenen Zitat, den Wasserkreislauf der Erde in Grundzügen ziemlich gut begreifen, aber dann leider beim Feuersystem versagen, obwohl er sich alle Mühe gibt, dort ebenso beobachtungswahr zu argumentieren. Das anfangs verlesene Zitat stammt von Aristoteles aus seiner Meteorologie, die eher wie eine Vortragsaufzeichnung wirkt und nicht wie ein Skript für Leser. Aristoteles hat damit der Wissenschaft vom Wetter ihren Namen gegeben, bevor es sie überhaupt gab. Man hat damals, also vor mehr als 2000 Jahren und noch bis weit in die Aufklärung unter Meteorologie die Lehre von allen in der Luft schwebenden Himmelserscheinungen verstanden und erst später deutlich auf die Wetterphänomene eingegrenzt. Jedenfalls hat Aristoteles bei seinen Wolken- und Wetterbeobachtungen offenbar sehr viel empirisches Wissen gesammelt. Er hat hingeschaut, beobachtet. Und das macht er in einem mythischen, antiken Zeitalter, in dem viele seinen Lehrer Platon noch für einen Gottessohn halten. Und auch Aristoteles selbst referiert, während er teils vergeblich um Empirie, ums genaue Hinschauen bemüht ist, auf diese Götterwelt. So nenne man ja, schreibt er, das Knistern einer Flamme, das Lachen des Hephaistos oder der Hera. Zitat Ende. Aristoteles eigentliches Problem ist aber nicht das Göttliche im Hintergrund, sondern die Beobachtung der Dinge, die vor seinen Augen geschehen. Wie kommt Feuer in den Himmel? Wie kann es aus nassen Wolken Blitze schlagen? Was ist die Sonne? Was sind Kometen? Bei diesen Fragen sind Aristoteles Beobachtungen und Thesen heute weniger einleuchtend als bei Wasser, Luft und Wolke. Um kurz den Standort zu wechseln, ungefähr zur gleichen Zeit haben sich zum Beispiel auch chinesische Gelehrte intensiv mit Wetter und Wolken auseinandergesetzt, haben unter anderem Niederschlagsmengen mit Bambusstäben gemessen oder Luftfeuchtigkeit mit trockenen Kohlestücken. Damals sind auch, wie in der griechischen Antike, ausführliche Wetterberichte in China angefertigt worden, die ja für Landwirtschaft und Seefahrt immer schon extrem wichtig waren. Muss ich mir jetzt hier noch ein bisschen eingrooven, sorry. Schon lange vor dem wissenschaftlichen Zeitalter gibt es eine wissensmäßige Durchdringung der Welt und somit auch der Wolken. Man glaubt an Götter und Luftfeuchtigkeit und Kondensation. Umgekehrt kann man heute in unserer Welt des exakten Wissens viel Raum für Unschärfen oder Mythen ausmachen. Und da ist die Wolke ein geniales Beispiel. Wir klonen Lebewesen, fliegen ins All, aber wir können Wolken nicht zuverlässig so manipulieren, dass sie regnen. Eine Wolke, die nicht regnen will, regnet nicht. Das hat nicht etwa ein Neonaturmystiker gesagt oder ein Demeter-Landwirt, sondern der deutsche Top-Meteorologe Stefan Bormann, als das Magazin Der Spiegel ihn 2008 zum großen Wetterbeeinflussungsprogramm Chinas befragt hat.
Es ging darum, dass China für die Olympiade, aber auch darüber hinaus, extrem viel Geld in die Wolkenbeeinflussung gesteckt hat. Vor allem sollen mit Silberjudit geschossene Wolken sich abregnen, bevor sie den strahlenden Sportaufführungsort Peking erreichen. Heute ist China in Sachen Wetterbeeinflussung immer noch ganz vorne mit dabei, investiert umgerechnet viele 100 Millionen Euro, um Dürren zu bekämpfen, also ebenfalls um Regensteuern zu krimmen. So soll es auf der tibetanischen Hochebene in Zukunft dank tausender Silberjudit ausstoßender Öfen viel mehr Niederschlag geben. Hier ist so ein Foto von so einem Ofen, das habe ich ganz unkritisch aus dem Internet übernommen. Ich hoffe mal, dass die wirklich so aussehen. Jedenfalls ist diese Art von Wetterbeeinflussung für viele Fachleute aus ökologischer und ökonomischer Sicht zweifelhaft oder unklar. So unklar, dass ein Wissenschaftler wie Stefan Bormann auf das alte naturmythische Prinzip zurückgreift. Alle Wesen auf dieser Welt haben eine Seele und auch eine Persönlichkeit, eben auch Wolken oder Berge oder Steine. Und wenn diese Persönlichkeit keine Lust hat mitzumachen, dann wird es schwierig. Auch wenn diese Ansicht durchklingt, hat Bormann das so in dieser Konsequenz ganz sicher nicht gemeint. Doch es ist interessant, dass er, um seine Idee von einer autarken, für uns nicht steuerbaren Regenwolke zu kommunizieren, so eine Formulierung verwendet. Allerdings geht es in meinem Vortrag jetzt nicht darum, große Enthüllungen zu präsentieren. Ich will als Hobby-Wolkenfreund nur ein bisschen beschreiben mit meinen sehr unscharfen, nebulösen Begriffen. Und dabei interessiert mich eigentlich nur eben eine Sache, wie die Wolke als physikalisches Faktum, als Symbol und Zeichen, als Folie für Vorstellungen so mühelos zwischen den Wissens- und den Mythoshöhen hin und her schwebt. Noch einmal zurück zu Aristoteles, bei dem ich gesagt habe, er habe das Wasser gut verstanden, aber das Feuer nicht so gut. Ich könnte jetzt viele Passagen von ihm zitieren, die aus heutiger Sicht nicht nur wunderlich, sondern falsch klingen, aber ich bleibe lieber bei denen, die man heute zumindest noch nachvollziehen kann. Siehe das jetzt hier gezeigte Anfangszitat. Hier beschreibt der Philosoph kongenial den Wasserkreislauf der Erde, der die Erde eben von anderen lebensfeindlichen Planeten unterscheidet. Und er fasst hier auch das Grundprinzip, das Prinzip der Kondensation, das viele Wolken erzeugt. Zusätzlich beschreibt er auch etwa, dass die Sonne den Naturprozess als Werden und Vergehen anstößt und so weiter. Das Aufsteigen warmer, feuchter Luft, die dann bei Abkühlung zur Wolke kondensiert, irgendwann als Regen wieder zu Boden fällt, das ist der Wasserkreislauf. Hier unten sieht man eine aus dem Netz gezogene Grafik. Dazu. Das ist ein bisschen simpel, so ein bisschen vereinfacht, aber so ungefähr funktioniert das. Und so ungefähr hat Aristoteles das auch beschrieben. Auf die Fragen, wie die Wolken da in den Himmel kommen, wer sie losgeschickt hat, wieso sie da sind, haben nicht alle Leute so ja, physikalisch geantwortet wie Aristoteles. Die altnordischen Sagen wissen etwas ganz anderes. Richard Hamlin in seinem tollen Buch »Die Erfindung der Wolken« hat zur altnordischen Mythologie Folgendes referiert. Die Gattin Odins, Frigg oder Freya genannt, regiert oberhalb der Wolken. In Fensalir, in ihrer Nebelhalle, spinnt sie geduldig die goldenen Fäden der Cirrostratus-Wolken, die bei Sonnenauf- und Untergang zu sehen sind. Diese hohen Wolken sind Freyas Reich, allerdings ist bei der Schöpfung auch das Gehirn des frostigen Urriesen Ymir in die Sommerluft geschleudert worden und aus diesem Gehirn bilden sich die tiefhängenden Cumuluswolken. Hier sehen wir erstmal Freyas Zirrenspinnerei, das der britische Künstler John Charles Dolman in seinem nordischen Sagenbuch Myths of the Norsemen von 1908 irgendwie so ganz hübsch illustriert hat. Eine bessere Abbildung habe ich leider nicht gefunden. Für die Cumuluswolken aus Gehirnüberresten des Urriesen Ymir, dessen gigantischen Leib die ersten Götter für die Schöpfung ausgeschlachtet haben, sind mir zum Glück keine Abbildungen bekannt. Aber der Philosoph
Sören Kierkegaard stößt sich nicht an dieser etwas ekligen Verbindung von Wolke und Hirn, Wolke und Denken. Im Gegenteil, er schreibt, Zitat, der nordischen Mythologie zufolge wurden die Wolken bekanntlich gebildet aus des Riesenhirn. Und wahrlich, es gibt kein besseres Sinnbild für die Wolken, denn Gedanken, und kein besseres für Gedanken, denn Wolken. Wolken sind ja Hirngespinste. Was sind sie anderes? Tatsächlich gibt es auch in der alten chinesischen Kultur eine Verbindung von Wolke und Denken. Man hat dort die ziehende, fliegende, dahintreibende Wolke schon seit, in unserer Zeitrechnung ausgedrückt, einigen Jahrhunderten vor Christus als Metapher des Träumens und Denkens verwendet. In den Elegien aus Shu heißt es, Zitat, ich gedachte meine Worte den dahintreibenden Wolken, Fuyun, als Träger anzuvertrauen, doch als ich dem Gott des Regens und der Wolken begegnete, wollte er sie nicht entgegennehmen. Jetzt haben wir einen eher beobachtungsmäßigen, auf der Generierung von Wissen basierenden Zugang, den von Aristoteles, und dann die nordischen Mythen, die ihre Götterwelt behaupten, und dazu noch ein bisschen assoziierende altchinesische Kultur. Aber es gibt noch andere Arbeitsweisen, um die Welt der Wolke zu verstehen. So folgt auf Aristoteles ein ganz anderer Wissenstyp. Sein Name ist Plinius, ein römischer Naturforscher, der um 50 nach Christus zwar auch hin und wieder in den Himmel schaut, der aber vor allem Texte dazu liest. Er studiert die Schriften griechisch-antiker Autoren. 2000 Texte sollen es seiner eigenen Auskunft nach gewesen sein. Was die Entstehung der Wolken angeht, ist er sich dann ziemlich sicher. Zitat, die Erde haucht einen feuchten, sonst aber durch Einfluss der Hitze rauchigen Dunst aus. Auch die Wolken erzeugen sich aus der in die Höhe gestiegenen Feuchtigkeit oder aus den zu Feuchtigkeit verdichteten Dünsten. Dass von der Erde aufsteigende Feuchtigkeit Wolken erzeugt, ist ja, wie gesagt, gar nicht verkehrt. Nur hat Plinius das wohl nicht selbst geschlussfolgert, sondern eher bei dem Autor wie Aristoteles abgeschrieben. Und wieder ganz anders macht es Ovid. In seinen Metamorphosen beschreibt er fast zeitgleich zu Plinius, nicht nur wie ein Gott die Erde aus dem Chaos erschaffen hat, es wird noch viel konkreter. Zitat Ovid, dort hieß Nebel er, dort dunstige Wolken sich lagern, samt dem Donnergeroll das menschliche Herzen erschrecke und mit den Blitzen zugleich die Frost herführenden Winde. Zitat Ende. Solches und noch viel mehr hat Ovid überliefert. Zudem können Wolken bei ihm auch getarnte Götter sein, die sich jederzeit auf uns zu stürzen vermögen, wie Jupiter auf die arme Io. Hier sehen wir ein Buchcover mit dem Gemälde Jupiter und Io von Correggio. Ich komme gleich darauf zurück. Ist leider ein bisschen langsam. Texte über Wolken aus alter Zeit gibt es viele, leider aber kaum Abbildungen aus den Vor- und frühchristlichen europäischen Zeiten. Soweit die einschlägigen Kataloge es hergeben, ist wohl eine der frühesten Wolkendarstellungen im Bild auf dem Apsismosaik der Sant'Apollinare in Classe in Ravenna zu finden. Hier die Abbildung, ein Produkt der römischen Kirche aus dem 6. Jahrhundert, mit der also die christliche Wolkendarstellung irgendwie beginnt. Werner Hofmann schreibt dazu, Zitat, also man sieht hier die Wolken, hier die Sterne und hier oben auch noch mehr Wolken. Ich kann nochmal ein bisschen mehr anzoomen. Werner Hofmann schreibt dazu, Zitat, den mosaizierten Streifwolken ist zwar kein Studium der Natur anzumerken, dennoch wirken sie wie Abbreviaturen von wahrgenommenen Wolken, anders als die Sterne, die eindeutig konzeptuelle Erfindungen sind. Zitat Ende. Ein neues Buch aus diesem Jahr, 2020, über Religion von dem Kultautor Hans-Peter Dürr zitiert den Mythos des zur Erde steigenden Gottes in Form einer Wolke. Dürrs Cover verwendet ein Gemälde von Correggio aus dem 15. Jahrhundert, das wiederum auf einem vor gut 2000 Jahren durch Ovid überlieferten Mythos basiert. Der Gott Jupiter
steigt als Wolke verkleidet mit der Flussgotttochter Io ins Bett. Wobei das ein Euphemismus ist. Der Mythos legt eher nahe, dass der Gott die arme Io vergewaltigt. Correggio hat das nicht als Leiden dargestellt. Er hat eher die Vorstellung gemalt, wie es ist, wenn man eine Wolke berühren oder gar küssen könnte. Dass hinter oder in den Wolken ein Gott wartet, lauert, regiert, zuschaut, war viele Jahrhunderte lang eine ganz normale Vorstellung. Selbst der beobachtungswahre Aristoteles hat ja an einen großen Beweger geglaubt, der die Dinge im Weltall im Fluss hält. Die erste Darstellung eines christlichen Gottes als Wolke stammt von Lorenzo Lotto. Gott Vater als Wolke hinter Jesus Christus stehend. Ob Lotto hier schon mit dem pareidolischen Gedanken spielt, mit der Idee, dass man sich in so einen körperlosen, gesichtslosen Gott besser hineinträumen kann? Teils, wie hier bei Masaccio, dient die Wolke auch dazu, den Göttern und Engeln Halt zu bieten. Hier kniet der Adam und Eva aus dem Paradies vertreibende Engel auf einer kleinen Wolke. Ganz so, als habe Masaccio mehr an die Existenz von Engeln geglaubt, als daran, dass sie dann doch wohl auch ohne Wolkenhalt fliegen können müssten. Aber vielleicht verdeutlicht dieses Fresko ein Meilenstein der Entwicklung naturalistischer Malerei etwas ganz anderes. Die Menschen kommen aus dem Paradies vertrieben auf der Erde an und seitdem sind ihnen die Wolken ein Dreh- und Angelpunkt eben zwischen Himmel und Erde. Dass die Wolke zwischen Mythos und Wissen schwebt, heißt wohl auch, dass sie zum Verbindungspunkt vom Himmlischen und Irdischen wird. Man kann beides so wunderbar in sie hineinprojizieren. Die Wolke öffnet den Himmel und sie verschließt ihn. Das klingt ein bisschen wie ein esoterischer Wetterbericht, aber was soll's. Wolken öffnen den Himmel, sie sind eine Stütze für Engel, ein Thron Gottes. Man spricht ja nicht umsonst von Wolkenthron. Sie sind unnahbar, fliegen hoch oben, aber doch eine der greifbarsten Himmelslieferungen, die es gibt. Und hier auf Hieronymus Boschs Meisterwerk der Heuwagen, um 1490 entstanden, sieht man Jesus auf einem richtigen kleinen Balkon. Man sieht auch, dass die Wolken eine Barriere bilden, die den Himmel von der Erde abschirmt. Der Venezianer Vittore Carpaccio hat mit seinem Gemälde Martyrium der 10.000 Gekreuzigten am Berg Ararat eine ganz besondere Himmelsöffnung erfunden, womöglich von Boschs Aufstieg der Seligen inspiriert. Also hier, um dieses Detail geht es. Hier ist Bosch, hier ist Carpaccio. Falls Carpaccio also von Bosch inspiriert ist, dann hat das jedenfalls sehr eigenwillig gemacht, zumal diese Öffnung des Himmels, die die gepeinigten Christen aufnehmen soll und die Engel herabsendet, wirklich inmitten von Wolken stattfindet. Diese Himmelsspirale von Carpaccio ist eine totale Fantasieleistung, ein genialer künstlerischer Erfindungsakt, was man nicht zuletzt daran sieht, dass sie als Zeichen des Guten inmitten von dunklen, grauen Wolken stattfindet, die ja seit jeher eigentlich mit dem Bösen oder Schlechten assoziiert werden. Davon abgesehen würden viele so eine Himmelsöffnung für Fantasterei oder mythischen Unsinn halten. So ähnlich formuliert das zumindest ungefähr 100 Jahre nach Carpaccio der Philosoph René Descartes. Bis Descartes im 17. Jahrhundert ist nicht viel passiert in Sachen Wolkenforschung. Man stützt sich im Grunde weiterhin, zumindest in Europa, auf die antiken Lehren. Descartes wetterkundliche Schrift, Die Meteore von 1637, sucht nach wissenschaftlich-rationaler Begründung, vor allem aber beginnt sie mit einer Wolkenbeschreibungsironisierung, die sich gewaschen hat. Wir bewundern natürlicherweise mehr diejenigen Dinge, die sich über uns befinden. Die Wolken jedoch übersteigen sehr selten die Gipfel mancher Berge
Und trotzdem stellen wir sie uns, weil wir unsere Augen gen Himmel richten müssen, um sie zu betrachten, so hoch vor, dass Dichter und Maler aus ihnen sogar den Thron Gottes formten und ihn dort malten, wie er eigenhändig die Pforten der Winde öffnete und schließt, wie er den Tau auf die Blumen streut und den Blitz auf die Felsen schleudert. Descartes beschreibt wunderbar den irrealen Wolkenzauber der Malerei. Er selbst geht natürlich streng davon aus, dass es Naturgesetze gibt, die der Mensch verstehen kann. Sein Weltbild ist unserem recht ähnlich. Die Welt und all ihre Elemente gehorchen nicht direkt göttlichen Aktionen, sondern bestehen aus feinen Teilchen und feiner Materie, die miteinander reagieren. In dieser Grafik aus Descartes Schrift Die Meteore sieht man die atomistischen Teilchen ganz gut. Diese Grundidee kann man ja heute auch noch nachvollziehen. Und sie gilt ja auch noch irgendwie in dieser von ihm ausgearbeiteten Form, ist sie natürlich heutzutage nicht mehr haltbar. Trotzdem hat Descartes Erkenntnisdrang das wissenschaftliche Zeitalter um 1800 vorbereitet. Und um 1800 kommt dann eben auch ein großer Einschnitt in der Geschichte der Wolke. Und zwar mit einem britischen Apotheker namens Luke Howard. Weiterhin haben Wolken die Aura des Ungreifbaren, des Unbeschreiblichen. Es passt also, dass sie erst extrem spät in die linnäische Klassifizierungsmethode gepresst worden sind. Längst hatte man Pflanzen, Bäume und Tiere unterschiedlichen Familien zugeordnet, hatte sie wissenschaftlich benannt, aber nicht die Wolken. Und wenn man dann doch eine Beschreibung versucht hatte, dann eher eine lyrische oder fast kindliche, sowas wie Schäfchenwolken und so weiter. Oder pragmatische aus der Seefahrt. Die Briten sprechen zum Beispiel bei bestimmten Wolkentypen von Scud, also to Scud before the wind, heißt vor dem Wind segeln, ne? Diese Wolken, die so Cumulus Fractus, würde man heute sagen, die so vor dem Wind hergeblasen wurden, hat man eben so bezeichnet, aber nicht in einer richtigen Klassifizierung. Es muss dann erst, wie gesagt, Luke Howard kommen, der Londoner Apotheker und Hobbywissenschaftler, der eine noch heute mehr oder weniger gültige Klassifikation der Wolken erstmals aufstellt, in seiner Schrift On the Modifications of Clouds von 1903. Hier sehen wir eine Grafik daraus mit Cumulus- und Cirruswolken. Cumulus die unteren, Cirrus die oberen. Diese Klassifikationen, die Howard vorgelegt hat, die gelten auch heute noch so ungefähr, wobei es viele, viele Veränderungen und Ergänzungen gibt. Eine ganz wichtige ist, dass Howard damals noch nicht so stark nach Wolkenhöhe klassifiziert hat. Und das ist heutzutage einer der wichtigsten Faktoren. Also es gibt tiefe, mittlere und hohe Wolken. Ich komme darauf jetzt gleich nochmal zu sprechen. Hier ist eine Grafik aus dem Wolkensammlerbuch, was Herr Thiel freundlicherweise schon mal hochgehalten hat. Diese Grafik hat Stefan Wäschey illustriert, der das gesamte Buch fantastisch illustriert hat. Hier sehen wir das Grundsystem der Wolken auf Luke Howards ersten Klassifikationen basierend. Hier sind die drei Grundformen, Stratus, Cumulus, Cirrus. Cumulus Haufenwolke, Stratus Schichtwolke, Cirrus Feder, Büschel oder Lockenwolke. Und diese drei großen Grundformen bilden vier Familien, nämlich die Schichten, also sozusagen die Anordnung am Himmel, die Tiefen, die Mittleren, die Hohen und die stockwerkübergreifenden Wolken, das sind die vier Familien. Und die 10 Gattungen, die wir hier sehen, sind eben 10 bzw. 7 Varianten der Grundformen. Und dazu gibt es dann natürlich noch unglaublich viele Sonderformen und Unterarten und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber alles viel zu kompliziert und würde viel zu lang dauern, das auch nur ansatzweise zu erklären. Das kann man auch ganz leicht googeln, wenn einen das wirklich interessiert. Das Problem mit dem 19. Jahrhundert ist für mich jetzt, dass das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Wolke. In allen Bereichen. Die Wolken werden klassifiziert und so weiter. Sie werden auch neu gemalt und ganz neu verstanden
Und ja, es fängt ja schon die Luftfahrt an. Und man kann sie zum ersten Mal von oben sehen oder man kann in die Wolken reinfliegen, so wie das dann auch in der Literatur schon beschrieben wird. An imaginierten Wolkensexgrenzen bei Jean-Paul zum Beispiel. Aber das Problem mit diesem 19. Jahrhundert ist, dass dort zu viel passiert. So, Goethe streitet sich mit Caspar David Friedrich, allein darüber kann man ja ein Buch schreiben. Und es geht dann irgendwie um die Frage, sollen Wolken denn jetzt wissenschaftlich klassifiziert werden oder dürfen sie nicht weiter auch mythisch bleiben? Caspar David Friedrich wollte natürlich, dass die Wolken seinem mythischen Blick, seinem mythischen Denken untergeordnet bleiben. Goethe zum Beispiel freute sich auch immer mal wieder über wissenschaftliche Ideen, für den war das alles nochmal ein bisschen was anderes. Und dann gibt es natürlich noch die Literatur zum Wetter. Da findet man alles von christlich-symbolischen Wolkenheeren und Schlachten bis zu naturwissenschaftlichen Utopien. Könnte man nur, schreibt Ludwig Tieck Anfang des 19. Jahrhunderts, in der Luft auch die menschlichen Stimmungen messen. Zitat, all die feinen Gifte, Schauder, fatalen Empfindungen, die sich in der Atmosphäre unerzogen herumtreiben, könnte man die doch nur messen, so dürfte man mit etwas mehr Verstand über diesen Wirrwarr unserer Welt sprechen. Zitat Ende. Das 19. Jahrhundert wird also sträflich vernachlässigt von mir, also relativ kurz nur beschrieben, wo man es am längsten beschreiben müsste. Was wir hier sehen, sind aber noch die Bezeichnungen des Naturforschers Jean-Baptiste Lamarck. Der hat etwas früher noch als Howard eine Beschreibung der Wolken vorgeschlagen, aber er hat ein paar Fehler gemacht. Er hat ein sehr lyrisches, tolles, aber nicht sehr klassifikatorisch nützliches Französisch verwendet und nicht die Wissenschaftssprache Latein wie Howard. Und er hat vor allem weiterhin nur die Gestalten beschrieben. Er hat keine Definitionen gegeben. Er hat sozusagen das System nicht vereinfacht. Howard hat das System vereinfacht und Lamarck hat das eigentlich lyrisch nochmal verkompliziert. Aber ich möchte, dass diese ersten fünf Grundformen einmal auftauchen. So kann man Wolken auch beschreiben. Das ist sozusagen wie die Idee einer Möglichkeit einer alternativen Geschichtsschreibung. Also ne, wer weiß, was passiert wäre, wenn die Welt bei dieser Form von Beschreibung abgebogen wäre und nicht bei der wissenschaftlichen linnäischen Klassifizierung. Es tut mir sehr leid, es dauert immer ein bisschen mit diesem Zoomen. Das hatte ich mir ein bisschen flotter vorgestellt. Einen wichtigen Zusammenhang gibt es noch im 19. Jahrhundert, weil er nicht nur dort beginnt, sondern auch unsere Zeit dominiert, muss er jetzt hier behandelt werden. Und das ist der Zusammenhang von Wolke und Industrialisierung. Howards Klassifikation fällt in die Zeit der Dampfmaschine. Noch zu seinen Lebzeiten erobert die Eisenbahn Europa, sowie auch das Dampfschiff. Es gibt Maler, zum Beispiel Claude Monet hier auf der linken Seite, die das unglaublich faszinierend finden, oder auch William Turner auf der rechten Seite. Doch es gibt auch Künstler, die diese technische Menschenwelt bewusst auslassen oder so gut es geht minimieren, so wie beispielsweise der 1837 geborene Däne Janus Lacour, über den ich hier gerade forsche. Also Sie müssen es mir bitte nachsehen, dass ich ihn hier so einfach neben Monet und Turner stelle. Aber ich habe diese tollen Skizzenbuchseiten von ihm gefunden. Hier ein Dampfschiff, hier eine riesige Wolke, hier ein kleines Dampfschiff, hier eine riesige Wolke. Bei Lacour eben hat man das Gefühl, die Natur selbst ist nun endgültig zu einem Gott geworden. Das bedeutet nicht mehr, die Götter nehmen Wolkengestalt an, wie in der Renaissance, sondern die Wolken sind selbst Götter, die auf die Menschen und ihre Maschinen hinabschauen. Das suggerieren diese Zeichnungen, Skizzenbücher aus den 1870er Jahren. Man sieht ja deutlich, dass auch wenn es im Taschenformat gehalten ist, hier eine sehr drastische Gegenüberstellung der Dampfschiff-Schlotwolke und einer übermächtigen Naturwolke zu sehen ist. Und man fragt sich dann, was der menschliche Rauch gegen den Atem der Natur ist, wenn man sich diese kleinen Zeichnungen anschaut. Und ich würde sagen, dass diese Art, die Natur zu sehen, 1873 einen mythischen Charakter hat. Denn Lacour malt eine Natur, behauptet eine Kraft, die langsam
verschwindet. Es ist ja auch ungefähr in dieser Zeit, in der der Umweltbegriff langsam den Begriff der Natur ablöst. Natur war das, was der Mensch besiegen musste. Umwelt ist das, was er mitproduziert. Jetzt komme ich zum zweiten Teil des Vortrags. Anthropozän heißt er. Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die totale Herrschaft des Menschen über die Erde. Das ist die Epoche des Anthropozäns und damit auch die Epoche der menschengemachten Wolke. Sie schleicht sich ins Naturbild ein. Wir haben das bei den Dampfschiffen und bei Monets Bahnhofsbildern gerade gesehen. Und dafür gibt es natürlich noch viel mehr Beispiele. Wichtig ist vor allem aber, dass diese Menschenwolke immer mehr dominiert. Schiffe, Eisenbahnen, Fabriken, Autosmog, dann auch Flugzeuge mit ihren Kondensstreifen. Ich habe mit dem Kurator Christian Ganzenberg, Herr Thiel hatte das am Anfang kurz erwähnt, Wolkenausstellung gemacht und in einer von diesen in München haben wir die beiden hier zu sehenden Bilder aus dieser rechten Seite Benedikt Partenheimers fotografische Aufnahme, das, wie man sieht, extrem schlechten Air Quality Index in der chinesischen Stadt Shanghai, also eine Smogwolke. Und links sieht man Karl Fredrik Sørensens Ölstudie der brandneuen Dampffregatte Kong Sverre vor der norwegischen Küste. Sie ist im Entstehungsjahr des Bildes 1860 vom Stapel gelaufen und man sieht ihren qualmenden Schlot. Das kann man ja hier ganz gut sehen. Anfangs haben echte Seeleute noch über die Dampfschiffe gelacht. Aber die neuen Maschinen haben innerhalb von einem Menschenalter die Segler fast vollständig verdrängt. Und hier zeige ich jetzt sozusagen diese Gegenüberstellung, der Beginn der Luftverschmutzung und der heutige Stand. Vor ein paar Jahren haben die Menschenwolken sogar in der Klassifikation eigene Namen bekommen. Beispielsweise heißen Kondensstreifen seitdem 2017 im Internationalen Wolkenatlas Cirrus homogenitus, weil es durch Menschen erzeugte Cirruswolken sind, also die hoch oben stehenden Eiswolken. Was nun aus diesen und anderen menschlichen Zirren entsteht, nennt man Homo mutatus. So können aus Kondensstreifen beispielsweise Cirrocumulus werden, die dann basierend auf der Klassifikation Cirrocumulus Homo mutatus heißen müssten oder verwehte Cirrus castellanus Homo mutatus, also zinnförmige Zirren, die aus den Kondensstreifen herauswachsen. Ich habe sowas Ähnliches mal in Berlin im April 2020 über dem Tempelhofer Feld fotografiert. Ich will jetzt in diesem zweiten Teil ganz lose ein paar zumeist assoziative Komponenten der Wolke antippen, also die Symboliken von Gewicht, von Leichtigkeit, Grenzenlosigkeit, von Lesbarkeit, also Wolkengesichter, Pareidolie, dann noch ein bisschen was zum Satelliten und zur digitalen Cloud sagen. Wir müssen dann schauen, ob wir so weit kommen oder ob das dann schon teils in das Gespräch überführt werden kann, weil ich dann auch ein bisschen auf ein paar Kunstwerke aus der aktuellen Ausstellung eingehe oder die versuche, in meine Logik mit hineinzunehmen. Anfangen wollte ich mit dem Ideenkomplex Gewicht bzw. Leichtigkeit. Als ich mein Buch Der Wolkensammler publiziert habe im Frühjahr dieses Jahres, war die Frage nach dem Wolkengewicht immer eine, die fasziniert hat. Schon Martin Luther hat sich darüber Gedanken gemacht, als er im August 1530 in den Himmel schaut. Zitat Luther: Ich sah auch große, dicke Wolken über uns schweben mit solcher Last, dass sie mochten einem großen Meer zu vergleichen sein. Schwebte einfach mehr über Luthers Kopf? Wir im 21. Jahrhundert wollen das lieber genau wissen und rechnen nach. So habe ich also bei den Interviews zu dem Wolkenhof erzählt, ja, ob schon der einzelne Tropfen in der Wolke fast gar nichts wiegt, kommt man, wenn man das gesamte zerstäubte Wasser in einer durchschnittlich großen Cumulus addiert, schnell mal auf über 200 Tonnen.
Das sind für eine einzige Wolke mehr als 100 unbenannte Golf 7, die da herumschweben, oder auch 80 Elefanten. Im Zuge des Vortrags habe ich darüber nachgedacht und ich muss mich da jetzt wirklich korrigieren. Also ich weiß nicht, wie viel eine Wolke wiegt. Diese Zahlen mit den Elefanten und den Golfs, die kommen zustande, weil man hochrechnet, wie viel die einzelnen Wassertropfen kombiniert wiegen, die in so einer Wolke vorhanden sind. Das sind Milliarden von Wassertropfen. Aber wenn man einen Haufen Wassertropfen hat, bekommt man ja keine Wolke, sondern eine Pfütze. Das heißt, das Phänomen der Wolke wurde so noch niemals gewogen und man kann es auch eigentlich gar nicht wirklich richtig hochrechnen. Das ist jetzt jedenfalls das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, in Verteidigung der Geheimnisse der Wolken. Und vor ein paar Jahren hatte ich eine Performance von Michael Salzdorfer gesehen, der ja auch hier in der Show ist, mit einer etwas anderen Wolkenarbeit. Und bei dieser Arbeit ging es darum, hier gibt er ein Interview und hier wird die Wolke am Kran hochgezogen. Sie ist aus Metall, wie man dann sieht, weil dann wird sie sozusagen vom Kran auf den Boden gedonnert und smasht den Asphalt oder den Beton da. Und als ich die Performance gesehen habe, war ich so ein bisschen underwhelmed, aber jetzt ist mir irgendwie aufgefallen, das war eine sehr, sehr schöne Idee. Also ich weiß nicht, ob der Salzdorfer sich das dabei gedacht hat, aber für mich war es wie in einem ad absurdum führen der Dinglichkeit der Wolke, möglicherweise ein bisschen zu kompliziert gedacht. Jetzt wird es einfach. Werbung ist einfach. In ihrem Schweben, im gewichtslosen Dasein der Wolke liegt ein zweiter Mythos oder auch einfach eine andere Idee, die da lautet, könnte man auf Wolken laufen, fühlte sich das ganz weich an, ein federndes Gefühl der Dämpfung. Es gibt jetzt schon ziemlich viel. Es gibt Walking on Sunshine, es gibt Nike Airs, bei denen man auf Luft läuft und jetzt eben auch Running on Clouds. Das ist eine Schweizer Turnschuhfirma, die heißt On. Und sie werben im Moment auch mit dem Slogan You are born to run, just not on hard surfaces. Es könnte aber genauso gut sein, dass das Laufen auf Wolken, wenn überhaupt möglich, sich eher so anfühlen würde wie durch Morast warten, weil man immer ein bisschen einsackt. In keinem Fall jedoch würde die Wolke einen zurückfedern. Das ist nur die Suggestion ihres flauschigen Aussehens. Und diese flauschige Suggestion hat sogar die Sohlen der On-Schuhe geprägt. Hier sieht man das ja. Das ist das Modell Cloud Flow Black Asphalt. Wolken sind ein Symbol für unser internationales Zeitalter, weil sie sich nicht an Grenzen halten. So heißt es auch im aktuellen Ausstellungstext der Show im MGK. Als ich das in Vorbereitung des Vortrags gelesen habe, habe ich es auch erstmal abgenickt und dachte so, ja genau, klar, das ist ja logisch, die Wolke ist ja frei. Und dann ist mir aufgefallen, dass das auch so ein kleiner Mythos ist, diese Freiheit der Wolke. Und dieser Mythos ist auch in der Vergangenheit von Lyrikern immer wieder besungen worden, von Bertolt Brecht in seiner Liebeslyrik zum Beispiel oder auch in diesem altbekannten Schlager über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wolken physikalisch gesehen existiert diese Freiheit, aber gerade über den Wolken nicht so richtig. Wolken müssen sich nämlich ziemlich exakt an Grenzen halten. Das sieht man hier auf der Grafik an der Linie des Kondensationsniveaus, aber auch an der nicht dargestellten Wolkenobergrenze am oberen Ende der Troposphäre, die zwar variieren kann, aber dann doch ziemlich deutlich verläuft. Man kennt das aus dem Flugzeug. Wenn es erstmal die Reiseflughöhe erreicht hat, gibt es zumeist nur noch unter den Flugzeugwolken, nicht mehr darüber. Diese begrenzenden Ebenen haben aber nicht wie unsere irdischen Landesgrenzen horizontalen Charakter, sondern wirken vor allem im Vertikalen. Einfaches Beispiel, es gibt keine Cumuluswolke in der hohen Schicht der Troposphäre und keine Cirrus in der Tiefen. Einer der schlauesten Menschen des 20. Jahrhunderts, der Philosoph Karl Popper,
hat die Wolke zum Symbol der Freiheit erklärt. Popper, der hellseherische Wissenschaftshistoriker, stellt sie in einem Vortrag als das Prinzip der Unordnung gegen das Ordnungsprinzip der Uhr. Aber er macht dann etwas ziemlich Tolles. Er dreht diese Logik auch um und weist darauf hin, dass selbst Wolken mit uhrwerkhafter Präzision funktionieren können und dass Uhren zu einem gewissen Grad der Unordnung, dem Zufall unterworfen sind. Wolkengesichter, Pareidolie, etwas in Wolken hineinlesen. Die Künstlerin Flaka Halidi hat in der aktuellen Ausstellung eine grandios lustige Arbeit, in der sie Wolken überzeichnet, überformt, vereinnahmt. Ihre Überzeichnungen legen das Augenmerk darauf, dass jeder etwas anderes in die Wolken hineinprojizieren kann, weil sie so schnell ihre Form verändern. Man nennt dieses Hineinlesen von Formen und Gesichtern in die Wolken auch Pareidolie. Lange galt Andrea Mantegnas Gemälde vom pfeilgepeinigten Heiligen Sebastian um 1456 entstanden als erstes pareidolisches Wolkenbild. Hier oben, wo der Pfeil ist, der Wolkenreiter, so eine also Cumulus Mediocris mit einem Mann auf einem Pferd. Vor einigen Jahren wurde dann einmal ein Fresko von Giotto entdeckt und auf diesem Fresko, das Franziskus Himmelsfahrt zeigt, das ist in der Basilika des heiligen Franziskus in Assisi, hat man ein Teufelsgesicht in den Wolken entdeckt. Es ist dann etwa hier und sieht dann so aus. Und jetzt gilt das sozusagen als das erste pareidolische Gemälde. Diese Art von Wolkenkino haben sich schon viele Menschen hingegeben. Selbst der wissenschaftlich kühle Howard, der Erfinder der Klassifizierung, hat das immer wieder gemacht. Zitat: Am fernen Horizont sind beeindruckende schneebedeckte Berge zu sehen, dazwischen dunkle Kämme, Seen, Felsen und so weiter. Der präzise Himmelsvermesser beschreibt da wahrscheinlich eine Mischung aus mittelhohen Stratocumulus und tieferen Cumulus. Dabei macht er genau das, was alle so liebend gerne tun, er fantasiert die Erdlandschaft in die Höhe. Ein anderer schöner Umstand ist, dass im Volksmund die exakt gleichen Himmelsphänomene in unterschiedlichen europäischen Ländern ganz anders heißen. Deutschsprachige nennen bestimmte Formen der mittelhohen Altocumulus und der hohen Cirrocumulus Schäfchenwolke. Die Franzosen sagen es ganz ähnlich, Ciel Mouton oder das Moutonnet, Schäfchenhimmel. Spanier hingegen sehen die gleichen Wolken und sprechen von einem Cielo Empedrado, von einem Kopfsteinpflasterhimmel. Und die Engländer können da nur wieder den Kopf schütteln, weil sie in diesem Muster einen Mackerel Sky sehen, die Fischschuppen der Königsmakrele hat so ein ähnliches Muster. Jetzt kommen wir zum Satelliten. In die 1990er Jahre. In den 90ern spricht der Autor Reinhard Götz in seinem Theaterstück Krieg von einem Weltenrad, das sich in den Wolken dreht. Das Zitat lautet: So fantastische Nacht, man sieht in der Ferne, wie das Weltenrad sich in den Wolken dreht. Sternbilder steigen auf und gehen unter. Zeit vergeht, die Erscheinung erlischt im Dunkel, Windessausen, Stille. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber mir ist es damals sehr sinnreich erschien, dieses poetische Bild. Es ist wie die Illustration eines altbekannten Gefühls, dass da irgendwo eine Mechanik abläuft, die ich nicht steuern kann und die vollkommen unabhängig von mir ist. Das Weltenrad dreht sich sozusagen einfach ohne mich weiter. Als Reinhard Götz diese mythische Beschreibung abgeliefert hat, also Anfang der 90er, macht dann sozusagen das gute alte Rad, ein Urmeilenstein der menschlichen Zivilisation, nimmt dieses alte Rad und projiziert es in den Mythos jetzt der Wolken hinein. Zu dieser Zeit, Anfang der 90er, gab es noch keine
digitale, weltumspannende Cloud, aber es gab schon tausende von Satelliten, die für Spionage und Kriegszwecke, aber auch zur Wetterbeobachtung eingesetzt worden sind. Sie sind sozusagen das eigentliche Weltenrad über den Wolken. Heute sieht das dann so aus. Die Satelliten von Eumelsat zum Beispiel, 36.000 Höhenkilometer über der Erde, also dreimal so hoch wie die hohen Wolken, laufen mit der Erdrotation mit und senden alle 5 Minuten Bilder, die dann mit anderen zusammengeführt und animiert den Wetterfilm ergeben. Im gezeigten Beispiel sehen wir infrarotbasierte Bilder, die die Oberflächentemperatur der Wolken anzeigen. Je tiefer die Temperatur, hier im Bild durch Gelb und Rot symbolisiert, desto höher und mächtiger ist die Wolke oft gewachsen. Man sieht hier über Belgien und dem westlichen Deutschland Ballungen mit sehr tiefen Temperaturen von mehr als 60 Minusgraden. Das heißt, die Wolken reichen bis in höchste Höhen. Es handelt sich um riesige, aufgetürmte Gewitterwolken mit vereisten Köpfen, vor denen der Wetterdienst unbedingt warnen muss, vor allem Flugzeuge. Denn wenn ein Flugzeug da durchfliegen müsste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt, sehr hoch. Und das Einzige, was man machen kann, ist eben drumherum fliegen. Der Wunsch, das Wetter zu messen und zu kontrollieren, ist ja schon alt. Ich habe bereits erzählt, dass die Griechen und die Chinesen viel Intelligenz darauf verwendet haben. Auch Luke Howard, das wissenschaftsgläubige 19. Jahrhundert und so weiter. Und die Erfolge dieses 19. Jahrhunderts liegen auch in schon vorher erfundenen Instrumenten begründet, wie dem Barometer, dem Thermometer, dem Mikroskop und so weiter. Ein ganz lustiges Instrument zur Himmelsüberwachung, das auch für Wolken wichtig ist, ist das Cyanometer, der himmelsblaue Messer. Hier sieht man den Farbverlauf, so ein helles, fast weißes Blau bis hin zu einem dunklen, fast schwarzen Blau. Je blauer, je dunkler der Himmel, desto weniger Wasser ist in der Luft. Und diese Information ist natürlich für Meteorologen und Wolkenforscher auch wichtig. Ich habe dann Marie-Luce Nadals in der aktuellen Ausstellung befindliches Gerät, diese Fabrik für Dunst und Dampf, mir angeschaut. Ich habe leider, ich hatte auch ein bisschen noch versucht, im Internet was zu finden. Ich habe nicht so richtig verstanden, wie das überhaupt funktioniert. Aber ich habe es jetzt auch einfach als Symbol gelesen, auch vielleicht ein bisschen ironisch oder vielleicht auch sehr ernsthaft, diese Wetterbeobachtung, diese permanente Beobachtung und Messung der Natur zu kommentieren. Letzter Punkt wäre dann die digitale Cloud. Hat in der letzten Woche ja James Bridle ziemlich genial besprochen. Interessant finde ich bei dieser Cloud, dass sie wahrscheinlich diesen Namen trägt, Cloud, Wolke, weil das ein Begriff ist, der eben schon über Jahrhunderte, Jahrtausende trainiert wurde, etwas eigentlich Ungreifbares oder Unfassbares einzufangen. Sozusagen so wie er den Engeln damals Halt geboten hat, so bietet er unsere Vorstellung Halt. Wir können uns dann irgendwie vorstellen, was diese Cloud ist. Auf der anderen Seite ist es ja ein sehr unglücklicher Begriff. Ich hatte es ja erzählt, die Wolke an sich speichert zwar jede Menge Zeugs, aber sie lässt es mal relativ plötzlich irgendwo ab und man kann sie auch kaum manipulieren. Insofern ist diese Metapher eigentlich seltsam. Als schönen Abschluss, ich habe neulich einen Film geschaut, was man halt so macht heutzutage, und der heißt Upgrade. Das ist sozusagen ein Neo-Cyberpunk-Film, ein dystopischer Science-Fiction-Film. Und hier habe ich so, besser sind sie einfach nicht, zwei Stills. Und da sehen wir den Software-Gott, den Erfinder der Cloud in diesem Film, vor der Cloud, die tatsächlich als Wolke dargestellt wird, die auch blitzt. Und die, als der Software-Gott hier dann irgendwann nicht mehr weiterkommt und ein bisschen traurig ist, die dann auch regnet. Das fand ich ein sehr lustiges, ein lustiges Beispiel dafür, wie man die Cloud illustriert.
Ich wäre dann jetzt soweit fertig mit meinem Vortrag und wir könnten ja dann vielleicht noch ein bisschen sprechen.